Und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Boy The Cursed Kingdom. Ich bin euer dufter Typ. Dankeschön fürs Einschalten. Und hier haben wir den Foxy Dude. Was machst du denn hier oben, Schweinemann? Siehst du denn nicht, dass ich versuche, diesen fliegenden Narren zu fangen? Tut mir leid, dass mein Onkel deine Familie verwandelt hat. Dein Onkel? Jin, bist du das? Haha, und ich dachte schon, die Verwandlung meiner Zwillinge in Waschbären wäre schlimm. Warte nur, bis ich Nabu in die Finger kriege. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird er bereuen, meinen Wald je betreten zu haben. Ich weiß, dass du sauer bist, aber glaub mir, mein Onkel hat sich noch nie so verhalten. Es gibt einen Weg, wie wir alles wieder in Ordnung bringen können, aber dafür brauche ich die legendären heiligen Kugeln. Das alte Märchen? Naja, vermutlich kann man einen Versuch jetzt auch nicht schaden. Hier, damit kannst du den Wald erkunden. Such lieber schnell, bevor ich Nabu eine Lektion erteile. Ah. Und diesen Schlüssel... Okay. Ich springe jetzt einfach runter. Und zack, bin ganz unten. Hier ist aber auch noch irgendwas. Haha. War nämlich gar nicht so verkehrt hier. Mehr Blitz anscheinend. Wenn ich mir das hier so angucke. Sehr schön. Blitzmagie verstärkt. Damit kann ich jetzt 10 Blitzdinger machen. Da unten haben wir so einen kleinen Shop. Das ist schon mal gut. Und da glitzert irgendwas. Ah, ich will aber noch nicht nach oben. Ich will eigentlich hier rein, weil ich... Oh, ein Glück. Weil ich hier nämlich ein bisschen Kohle für Kram ausgeben kann. Vor allem habe ich endlich wieder einen Bumerang. Wo komme ich da hin? Ah, hier komme ich zum Haus der Holden Maid. Perfekt. So, hier unten kann ich zum Glück nochmal abspeichern. Das ist auch super. Ne, runter mit dir. So, und mit dem Schlüssel komme ich ganz sicher jetzt hier durch. Jawollo! Mega gut. Eigentlich wollte ich springen und mich drauf... draufstürzen. Aber zumindest bewerfen die mich noch nicht mit irgendwelchen Sachen. Was habe ich denn hier? Ein Portal! Ich kann mich jetzt hin und her teleportieren. Richtig geil. Kann ich das auch? Herrlich. Ich bin begeistert. Oh. Hey, die sehen ja wirklich aus wie Waschbären. Hey, wo ist dein Zwilling? Ein riesiger, hässlicher Pilz hat sie sich geschnappt. Ich will sie retten, aber hab aber zu viel Angst. Du musst ihr helfen. Überlass das mir. Du gehst nach Hause, da bist du in Sicherheit. Vielen lieben Dank. Das ist gut. Okay, hier ist verschlossen. Das heißt... Okay, hier können wir uns nochmal kurz Life Points ranholen. Sehr schön. Sexy Foxy. Ih, das ist giftig und das dachte ich mir schon fast. Oh, die Dinger werden auch noch mal kleiner. Giftig. Und hier kommt gleich sicherlich noch eine Fledermaus angeflattert. Nö, ein Boot. Höp, 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 höp. Das Miese ist, man glaubt es immer gar nicht. Diese Passagen sind zwar ziemlich einfach, weil die einzelnen Teile relativ gleichnah zusammen sind. Trotzdem ist das der größte Fehler, den man machen kann, zu glauben, dass es
einfach ist. Man braucht da trotzdem vollständige Konzentration. Wie die sich freuen. Wow. Das war jetzt gemein. Puh. Gut gegangen. Oh weia. Oh weia, oh weia, oh weia. Nicht bewegen. Nicht bewegen, habe ich gesagt. Echt schlecht. Komm ich hier hoch? Ha! Ich dachte mir schon, dass hier irgendwas ist. Was ist das denn hier? Das ist was Neues. Lol. Wind ist jetzt deine Waffe. Tornados lassen über den Boden prallen, an Wände ab und fügen Gegnern Schaden zu. Finde weitere Trüffel. Das ist cool. Nee. Verzieh dich mit deinem scheiß Gift. So. Ja gut, aber Tornado ist zwar schön und gut. Aber das ist leider... Boah, voll geil. Okay, sorry. Das ist bombastisch gut. Vor allem, hier kommen wir... So, verprügeln wir das Ding. Ist hier noch irgendwas, was ich erschnuppern kann? Nee, ich muss hier nur abwarten, bis das Gift weg ist. Ach, ein Glück. Hier gibt es nochmal einen Punkt, wo ich einerseits speichern, andererseits mir Kram kaufen kann. Das heißt, ich kann mir hier jetzt auch glücklicherweise nochmal den Spaß gönnen. Voll geil. Ah, das mit den Tornados ist ja mega bombastisch und ich dachte schon, ich verliebe mich in den Bumerang. Okay, I try it. Eins. Zwei. Drei. Vier. Moment. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Aha. Moment. Okay. War eine Spielerei, jetzt gucken alle gleich. Dachte, vielleicht gibt es hier irgendwas. Ah, okay. Ich verstehe. So. Eins ist... Der, zwei. Es fehlt nur noch. Nee, drei ist da hinten irgendwie. Eins. Zwei. Okay, wir gehen der Reihe nach. Eins ist der. Drei ist vermutlich der traurig guckende. Also nochmal. Eins ist... Nein. Nein. Ja. Ich glaube, der war's. Sicher ist sicher.
Genau, eins ist der. Zwei ist das O. Und drei ist der grimmig guckende. Zwei ist das O. Drei ist der grimmig guckende. Und vier ist dann der hier. Oh, sehr schön. Pilzschlüssel bekommen. Damit kommen wir jetzt hier durch. Kam einfach so aus dem Nichts dahin gesprungen. Aber trotzdem gehe ich nochmal ganz kurz nach links, weil ich... Nee, jetzt sehe ich die Wand. Okay, da geht es nicht lang. Alles klar. Dann hüpfen wir uns den Weg hier zurück. Und... Okay, wir wissen, dass wir mit X hier reinkommen, nicht mit B. Na dann, lasst mal gucken, was uns hier auf uns, was hier jetzt auf uns wartet. Hilfe, ich will runter. Ich bin zu jung, um das... Für das hier... Okay, Pilzkönig. So, den besiegen wir einfach mit... Wind. Und den Rest machen wir hiermit. Na, fuck. Es war aber so klar, dass das wieder passieren wird. So, drauf geschissen. Yeah. Ordentlich dick. 500. Das hat dick Kohle gebracht. Ist der hässliche Pilz für immer, und, für immer weg? Ja, keine Angst. Ich hole dich da schon irgendwie runter. Okay. Hm. Und wie komme ich da jetzt hoch? Okay. Das war richtig gut von mir. Handclap. Passt auf, jetzt muss ich einen bösen... Ah, okay. Ich dachte schon. Für einen kurzen Moment dachte ich... Ah, Moment. Ach, komm. Ach, komm! Wie schlecht ist denn dieser Jump hier? So, geht doch. Ah. Ich habe gerade echt überlegt, wo ist denn, wie soll denn das gehen, aber ist ja klar. Einfach Feuer. Danke, dass du mich gerettet hast, Schweinchen. Ich verspreche auch, dass ich nie wieder eins von euch essen werde. Kein Problem, geht's dir gut? Ja, wahrscheinlich hätte ich mich nicht so weit von Papas Schmiede entfernen sollen. Ob er, Mama wohl er und Mama wohl wütend sind? Das Wichtigste ist, dass du unversehrt bist und nicht im Bauch eines Pilzes steckst. Komm, ich bring dich nach Hause. Danke, Schweinchen. Danke, dass du meine Familie wieder vereint hast. Du musst uns aber noch, zurückverwandeln. Hast du deine heilige Kugel gefunden? Nein. Vermutlich an den, nein, ich vermute, an den Legenden ist nichts drin. Was denn auch schon ganz tief im Wald? Da ist es finster, aber deine mächtige Schnauze weist dir bestimmt den Weg. Danke für den Hinweis, ich sehe mich dort mal um. Ja, so ein dicker Grunzer wird dort nicht lange überleben. Auf keinen Fall. Er schafft es, Papa. Er hat den Königspilz besiegt. Foxy muss
gib ihm den Weg frei. Außerdem kannst du ihm aus Dankbarkeit ruhig ein neues, dein neuestes Geschenk schenken. Oh, na gut. Ja. Ich bin mal gespannt, was da jetzt drin ist. Also, ich werde meine Schmiede westlich von hier neu eröffnen. Meine großartigen Produkte werden dir bei deiner schwierigen Aufgabe sicher von Nutzen sein. Ich arbeite nur mit Gold, also bring mir bloß keinen anderen Schrott. Danke, ich werde nach allem Gold Ausschau halten. Okay, was ist hier drin? Oh, geil. Noch ein Herzcontainer. Perfekt. So, jetzt die Frage. Muss ich denn hier jetzt durch? Aha, okay. Got it. Ich speichere hier oben erst einmal ab. So. Meck, ich boff, boff. Hau dich kaputt, Junge. Scheiß, bietst du. Ich hab deine König besiegt. Ich besiege dich. Aff. Puh. Jetzt besiege ich dich, wenn ich nicht von irgendwelchen hässlichen Spinnen attackiert werde. So, ruhig mal zwischendurch mal. Das gibt's einfach nicht, ne? Ich hasse diese Spinnen. Auch dafür, dass sie einen langsamer machen. Hallo Whitebird! Freut mich sehr, dass du hier bei mir bist. Oder besser gesagt bei uns bist. Ja, hier kommt doch gleich wieder irgendeine Spinne angeflattert. Nee, keine Spinne. Nicht einmal. Nani! Aha, aha, aha. Sehr schön, hier ist irgendwas. Oh. Die werden hier einfach... Okay, Moment. Wenn das hier schon ein Geheimnis ist, dann gehe ich natürlich erstmal dem Geheimnis nach. Oh, geil. Neues Trüffel. Noch ein Tornado-Trüffel. Geil. Das heißt, ich kann jetzt 10 Tornados... Tornado-Trüffel-Dingens gedöns machen. Geil. Das freut mich sehr. 10 Stück, 10 Tornados gegen die Welt. Hier, guck mal. Oh. Ey. Okay. Hat dann doch nicht so viel gebracht. Dann... Toll. Ich habe keinen Bumerang. Das ist doof. Ey. Wie schnell der sich umgedreht hat. Dieser olle Fuchs, dieser Schleim. Dieser fuchsige Schleim. Dieser fuchsige Fuchs-Fuchs-Schleim. So. Mega Man sei Dank, hab ich zumindest. Nee. Ein paar kleinere Reflexasse. Hier ist doch irgendwas. Nee, hier ist nichts. Schade. Aber da entlang ist irgendwas. Ja, übertreibt es mal. Moment. Hier ist was. Bumm, draufspringen. Aha. So geht das. Nun habe ich verstanden. Und was bekomme ich dafür? Eine Kiste? Hey, mit der Kiste. Zeug gibt's dafür. Aber ich muss hier nach rechts. Ah, das ist doch zumindest mal etwas. Hier gibt es wenigstens wieder so einen Dude, bei dem ich
Tränke kaufen kann. Und, Gift. Gift, Gift, Gift. Gift ist uncool. Ich komme gleich... Ich bin froh, wenn ich aus diesem... aus diesem grässlichen Wald draußen bin. Weil diese Giftnummer giftet mich richtig ab. Why? Wie dem auch sei. Ha! Na toll. Aber irgendwie... Au! Ist hier drüben irgendwas. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ganz geil. Wisst ihr, was ich nicht habe? Richtig, ein Bumerang. Schlecht. Denn dieses Ding brauche ich bestimmt. Und dafür brauche ich einen Bumerang. Her mit dem Bumerang. Das war aber auch ganz schön knapp gerade. Oh, was haben wir hier? Ha! Perfekt. Das hat sich gelohnt. Jetzt habe ich einen Bumerang. Jetzt kann ich hier richtig Action machen. Wenn ich das Ganze hier überlebe. Das ist es mir nicht wert. Ja! Was ist das? Beschaffe sie alle und gib sie einem talentierten Schmied, damit er daraus ultimative die ultimativen Stiefel herstellen kann. Okay. Das klingt doch schon mal sehr verlockend. So. Kann der Dude hier noch irgendwas anderes außer mir meine Magiepunkte wiederherstellen? Nee, leider nicht. Ja, machen wir das. Dann gehen wir einfach hier weiter. Jump. Aber hier ist Wasser. Nee, ist giftig. Ohne Worte. Nein! Ich wollte eigentlich das Ding machen. Um zu machen. Und damit diese ollen, doofen Lederflapflaps zu killen. Die versuchen mich zu killen. Und... irgendwas hat hier gerade gekichert. Sehr gut. Das lief. Komm hier nicht so. Du hast hier nichts verloren. Höp. Na, Mann! Okay, das wird nichts. Oder wenn dann nur ganz, ganz knapp. Doofes Mistvieh. Das waren noch die restlichen Münzen, die ich noch nicht aufgehoben habe. Also das ist schon hier eine richtig miese Ecke gerade. Und ich bin einfach zu blöd für diese Ecke. Aber zumindest ein... habe ich jetzt... war das das? Habe ich jetzt hier gespeichert oder so? Was auch immer jetzt passiert. Ah, seht ihr, sowas dachte ich mir. Und jetzt geht's darüber. Und hier zu dieser Tür. Was auch immer in dieser Tür abgeht. Oh, geil. Noch ein neuer Trüffel. Was ist das für einer? Den kenne ich immer noch nicht, oder? Kenne ich den? Oh, doch, Bumerang.
Sehr gut. Ich kann jetzt zwei Bumerang-Dinger durch die Gegend werfen. Haha. Ja, das Schwein muss echt schwimmen lernen. Bin ich ganz bei euch. Aber was ganz anderes, ich muss einfach mal spielen lernen. Ha, aber das ist zumindest mal eine coole Nummer. Auch Gegner bekommen Fallschaden, das ist schon unglaublich geil. Okay, hier brauche ich Blitzmagie. Okay, sowas habe ich erwartet. Und schnell durch hier. Und oh geil, ein Safe Spot. Also ganz dramatisch ist es dann doch nicht. Aber ich verpulver hier gerade viel zu viel Geld dafür. Okay. Boah, ist das bitter. Da fuck? Sagen wir jetzt mal im Ernst. Das ist doch ein Joke. Oder auch nicht. The fuck? Ich glaube, ich mache das eher so. Und hoffe, dass ich damit coolen Stuff mache. Hey! Windmagie war das Rätselslösung. Meine Fresse, aber es war jetzt auch schon ziemlich geil, vor allem mit dieser Decke, die da runter kam. Aber ich bin mit mehr Lebenspunkten rausgegangen, als ich reingekommen bin. Das finde ich auch schon mal sehr, sehr praktisch. Okay. Ah! Oh. Das ist uncool. Aber natürlich geht das Ganze einfach. Man wartet einfach unter Wasser, bis die Bienchen weg sind. Oder die Wespen, besser gesagt. Oh, ausgezeichnet. Hier kann ich sogar noch shoppen gehen. Wup, wup. So, was ist das? Aha, das ist cool. Gewährt Negativzustände. Oder nein, reduziert Negativzustände. Was haben wir denn hier? Lass alle Hoffnung fahren. Alle, die ihr nicht von einer wilden und giftigen Kreatur gefressen werden wollt. Hat der gerade eben sein Auge gerichtet? Okay. Ach, ich wusste gar nicht, dass es eine PS4-Version davon gibt. Ich wusste, dass es eine Switch-Version gibt. Aber PlayStation 4 wusste ich nicht. Cool. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist echt ziemlich schick. Also cute gemacht. Und ja, ich gönne mir hier erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns gleich wieder.